beiden Kämpfern. Nur 4 Jahre trennen sie. Und kurz noch der Blick auf die Größe. Da gibt es leichte Unterschiede. Bei der Reichweite aber alles ausgeglichen. Oh. The Sniper, The Assassin. Liebe Zuschauer, damit geht es los hier im Honda Center in Anaheim, Kalifornien. Im Moment beeindruckt er uns immer wieder mit seinen K.O.s. Fährt im Moment kaum einen Sieg ohne K.O. ein. Schafft es einfach immer wieder, die entscheidende Lücke zu finden. Ja, gute Arbeit mit dem Kicks. Ja, da ist er. Da ist der Double Jab. Fängt sich den Kick zum Körper, klar. So offen darf er da nicht sein. Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Guter Kick, da ist der Treffer. Oh, ganz starker Haken. Oh, der ging voll zum Kopf. Starker Pass. Oh, was für eine Wüsteschlägerei. Gute Treffer. Gute Gerade. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Oh, oh, er scheint benommen zu sein. Jetzt hat er die Kontrolle. Herrlicher Punch, da ist der Treffer. Er geht in die Fulga. Oh, sein Gesicht sieht echt übel aus. Jetzt ist er in der besseren Position. Starker Punch zum Kopf, so arbeitet man von unten. The Assassin arbeitet hier stark aus der Fulga. Da ist der Kampf aus. Das war ein fantastisches Ground and Pound. Er wollte nicht punkten, sondern den K.O. Und genau das hat er auch geschafft. Werfen wir jetzt einen Blick in die Wiederholung des Kampfes. Das ist der Sieger in diesem Fight. Und das war ein toller K.O., der ihm am Ende diesen Sieg eingebracht hat. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis für uns. Ladies and gentlemen, Referee Eve Levine has called a stop to this contest at 2 minutes, 57 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, The Assassin. Hier haben wir den Sieger durch.